Schauen wir uns eben mal um. Okay. Ja, das ist das optimale Equip momentan. Ich begebe mich ins Gebiet 3.1. Der Hoffnungskerker. Ich muss halt jetzt ein bisschen aufpassen, weil diese Tentakelviecher hier sind. Und ich weiß auch, wo es weitergeht. Ich habe es einfach übersehen. Hier ist keiner. Okay. Ich schaue aber hier noch. Ja. Ich schaue mich hier drin nochmal um. Ein Spionendolch. Königslotus. Noch ein Königslotus. Noch ein Königslotus. Und eine Seele des unbekannten Helden. Und noch ein Königslotus. So. Was hängt denn da? Ja. Eine Kerze. Und die Klauen. Uiuiui. Das ist doch bestimmt eine geile Waffe. Egal. Ich will nur wissen. Kann ich nicht zweihändig tragen, okay. Claymore. Note. Ja, durch. Nein! Muss ich aufpassen. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah. Okay, gut zu wissen. Fuck. So, ah, da hinten ist noch einer. Kann ich den auch einfach ignorieren? Die sind recht langsam und ich habe den Diebesring, der macht mich ein bisschen unsichtbarer. Deswegen, ja, kann man noch in Ruhe lassen. Schon dunkel hier. Hier ist das. Habt ihr das gesehen? Also man rennt hier so durch. Hier. Dann geht's weiter. Aber guckt euch das mal an. Hier ist einfach noch. Das sieht man nicht.
Also wenn man hier ganz normal durchrennt, denkt man, ja, okay. Aber checken wir erstmal diese Ecke hier. Okay. Oh, da sitzt jemand. Das ist, glaube ich, der Magielehrer. Aber gehen wir erstmal hier durch diesen ekligen, versteckten Weg. Das ist ein Shortcut, glaube ich. Okay, nicht von dieser Seite. Okay, das ist noch nicht begehbar. Das hier schon. Und ich denke, das ist auch nicht begehbar. Ja. Wo führt mich das hin? Oh, durch ein Nebeltor. Ui. Ich habe 2 Pots. Es ist kein. Okay, okay, okay. Oh shit. Ich habe durch einen Diebesring an. Fuck you, Mann. What the fuck? Das geht durch die Wände? Okay, bin ich wieder am Anfang? Kann das sein? Nee. Sane one. My name is Rydell. I have precious little time. I must. As you can see, the only my corpse lies in another cell. I've no interest in my corporeal flesh. I will soon fade into the beyond. My only wish. Okay. Hier scheint es nichts zu geben. Ne. Dann wieder eine Etage runter. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ne, ich bin irgendwo ganz anders. Interessant. Hier sind so... So... Fleisch...
Kugeln. Oh, ganzes Rüstungsset mit Schild. Was geht ab? Von hier komme ich. Oh shit. Kann man den ignorieren? Hab ich gar keinen Bock zu. Moment, hier war ich doch gerade. Oder? Nee, war ich noch nicht. Okay, da geht's nach unten. Dann checke ich diese Ecke erstmal. Panzerbrecher. Ist wahrscheinlich eine Backstep-Waffe. Kann ich mir gut vorstellen vom Namen her. Das war's. Oder kann man hier irgendwie droppen? Ne. Lieber nicht. Das führt zum Tod. Ich glaube, ich muss wirklich an den. Gott. Gott. Immerhin 1000 Seelen. Oh, ein Crystal Lizard. Ich glaube, ich habe ein Level zusammen. Oh shit. War das knapp, ey.
Gut zu wissen, das Ding läuft hier jetzt hin und her. Was mache ich jetzt? Was bedeutet es? Kann ich dann vorbei? Oh shit, Mann. Roll ich da jetzt dran vorbei oder wie? Also irgendwie soll ich das Ding jetzt deaktivieren. Oder roll ich? Ich teste mal einmal. Oh shit, Mann. Okay. Also ich weiß, das Ding kann man irgendwie deaktivieren. Aber wo? Hier kann man dann vorbei. Hier nicht. Hier komme ich her. Hier kann man runter. Das führt aber nirgendwo hin. Das brauche ich nicht. Oh shit! Na gut, 3000 Seelen ist auch nicht so schlimm. Es ist eher der Weg. Und die respawnen Gegner. Fuck, Mann. Oh, fuck. Lohnt sich alles nicht. Wie schalte ich den Shit frei? Das Gebiet ist schon hartnäckig.
Das ist das Problem, ich kenne den Weg nicht. Moment mal. Muss doch irgendwas Shortcut-mäßiges freigeschaltet haben. Tippt was? Oh, nee. Knapp. Oder ich ignoriere die einfach. Ich glaube, ich langsam. Habe ich den Ring nicht drin? So, dann komme ich hier durch und... Sind aber auch hart scheiße. Ich glaube, noch laufen die von mir weg, aber sobald ich den Boss aktiviert habe, sind die mir nicht mehr freundlich gesinnt. Hä? Hier bin ich wieder komplett falsch? Hier war dieser Schlüssel, dann geht man hier dran vorbei, dann... Es sieht alles gleich aus. Oh Gott. Wieder am Spawn. In einem Kreis gelaufen irgendwie.
Was geht ab, Mann? Aber ich habe ja alle Gegner hier erledigt. Hier hinten ist noch einer. Ich habe den ja beim letzten Mal ignoriert, glaube ich, und bin hier lang gegangen. Ich sehe hier ein Item. Keine Lust mehr, das zu holen. Ist ja eh am Ende nur so ein Königslotus. Bullshit. Hier sind auch wieder Items. Und hier geht's durch. Dann geht's hier rein. Ich weiß nicht, wo lang. Dann kommen wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Ich habe jetzt einfach eine halbe Stunde lang ein paar Türen geöffnet. Ansonsten habe ich nicht viel erreicht. Wir gehen einfach ins nächste Gebiet, würde ich sagen. Wow, das bringt ja gar nichts. Aber ich leg die Seele eben ab. Hallo again. I'm keeping a close watch. Wie viel ist denn das Gewicht hier? 3,5.
ist so schwer, ey. You have a heart of gold. Hello again. I'm keeping a close watch. Ach, Lava. Cool. Oh, cool. Krieg ich mehr Cash? I can forge weapons. Ach ja, die Keule konnte ich ja nicht upgraden. Okay, interessant. Ich gehe hier in das Gebiet. Macht einfach mehr Sinn. Ich schau mal, wie das ist mit Backstep-Schaden. Ja. Reicht. Dann kann ich damit arbeiten. Richtig gut jetzt, ey. Bitte nicht? Ja, ne?
schon ein bisschen Schiss. Also ich kann den Shortcut hier benutzen zum Boss. Ah, nee, Moment. Ich weiß, was hier ist. Ich glaube, links ist noch einer. Okay. Ach du. Nee, nee. Also hier ist eine unsichtbare Wand. Hier aber erstmal hier lang. Hier habe ich noch kurz zu tun. Oh shit. Ich bin schon erschrocken, ey. Also hier oben gibt's ein Rabennest. Tja. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie das geht. Also wohin damit? Hier. Wohin muss ich es droppen? Muss ich jetzt kurz warten? Muss ich neu starten? Habe ich aber schon. Na gut. Ich dachte, da gibt's was Cooleres. Sonst gibt's hier, glaube ich, nichts mehr zu sehen. Ich weiß nicht, wie es hier mit den Gegnern aussieht.
Aber ich glaube, hier komme ich zum Händler, ne? Hier müsste der Händler gleich. Oh shit. Oh shit! Yo! Ah, das wollte ich nicht. Rudi, kann ich dir helfen? Wie kann ich ihm helfen? Oh shit! Oh, ich hab das Uchigatana gefunden. Aber wo befinde ich mich gerade? Richtig mad. Der da oben. Ich meine, hier ist nichts. Also den Shortcut habe ich ja zur Not. Wo führt das Ganze hin? Oh shit. Wieso ist er so mad? So mad. Wieso ist hier noch einer?
Wieso so mad? So mad, so mad. Oh shit. Ah, hier ist der Boss. Oh. Hi.
Also wenn das alles ist, dann ist er nicht schwer. Okay. Ich schaue mich hier in der Gegend noch einmal kurz um. Ich habe natürlich auch keine Lust hier zu sterben. Nee, 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 nee. Diggi, nein. Also wenn hier noch was liegt, schön, aber nee, 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 nee. Ja, also man droppt hier runter. Hier ist, glaube ich, noch ein Händler manchmal. Also manchmal steht hier in diesem Tunnel ein Händler. Ich weiß nicht, wovon es abhängig ist. Und da ist ein Sensenmann. Den Sensenmann kann man mit Pfeilen kaputt schießen. Und dann sterben alle hier in der Umgebung. Ich glaube, der gibt 5000 oder 8000. Also der, der diese ganzen Viecher beschwört, sterben auch alle Viecher, wenn ich ihn töte. Das ist das Ding. Und den kann man mit Pfeil und Bogen dann verhauen. Von hier so. Dann hat er keine Vision auf einen, dann schießt man den einfach so weg. Wenn man stark genug ist, kann man auch runterdroppen und ihn mit ein paar Schlägen kaputt hauen. Aber
Ich habe gerade 22.000 Seelen. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, ich schau mal auf die Uhr. Jupp. Das passt zeitlich. Ich kann leveln. Wo bist du? Ach, da. Okay. Then touch the soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Und dann habe ich noch 1500 Seelen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe nicht ganz das geschafft, was ich schaffen wollte, aber habe dafür was anderes geschafft. Ich habe eine andere Welt geschafft. Und der Boss war recht easy. Also den konnte man auch gut verstehen, selber rausfinden. Ich konnte mich an den tatsächlich gar nicht erinnern. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.